verflixt zugenäht. Ich wette, meine letzte Zigarette rauche ich jetzt und dann ist Schluss. Verflixt und zugenäht, ich wette, meine letzte Zigarette rauch ich jetzt und dann ist Schluss. So täglich 60 Zigaretten rauche ich zurzeit in Ketten. Ich hör auf, denn es ist ein Muss. Auch der Belag auf meiner Zunge und das Rasseln in der Lunge nerven mich schon Tag für Tag. Mir bleibt die Luft weg, steig ich Treppen, kann schwere Sachen nicht mehr schleppen und es droht der Herzinfarkt. Ich war grad 14 und ich fand es gar nicht toll. Mein bester Kumpel qualmte mir die Bude voll. Doch eines Tages war es auch bei mir soweit. Es fing ganz harmlos an mit einer Schachtel Light. Von Jahr zu Jahr, inzwischen habe ich es verflucht. Wurde leider viel zu viel geraucht, verdammte Sucht. Ich rauchte ständig und es wurde immer mehr. Ich fühle mich schwach und auch das Atmen fällt mir schwer. Verflixt und zugenäht, ich wette, meine letzte Zigarette rauche ich jetzt und dann ist Schluss. So täglich 60 Zigaretten rauche ich zurzeit in Ketten. Ich hör auf, denn es ist ein Muss. Auch der Belag auf meiner Zunge und das Rasseln in der Lunge nerven mich schon Tag für Tag. Mir bleibt die Luft weg, steig ich Treppen, kann schwere Sachen nicht mehr schleppen und es droht der Herzinfarkt. Der Drang zu rauchen, auch des Nachts wurde zur Qual. Er reißt mich aus dem Schlaf, so meistens 4-5 Mal. Weil ich total geriedet bin den Tag darauf, steht mein Entschluss jetzt fest, ich geb das Rauchen auf. Verflixt und zugenäht, ich wette, meine letzte Zigarette rauch ich jetzt und dann ist Schluss. So täglich 60 Zigaretten rauche ich zurzeit in Ketten. Ich hör auf, denn es ist ein Muss. Auch der Belag auf meiner Zunge und das Rasseln in der Lunge nerven mich schon Tag für Tag. Mir bleibt die Luft weg, steig ich Treppen, kann schwere Sachen nicht mehr schleppen und es droht der Herzinfarkt. Mir bleibt die Luft weg, steig ich Treppen, kann schwere Sachen nicht mehr schleppen und es droht der Herzinfarkt. Oh, wie schade, hat wieder nicht geklappt.